Hallo, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog bei Graufalter 50. Ich sitze hier gerade unmissverständlich bei mir im Schminkkabuff und habe gerade ein Video gedreht, weil ich mir so gedacht habe, dass ich meistens immer, wenn ich meinen Vlog eröffne, ich sehe ja morgens beim ersten Kaffee, fällt mir ein, Mensch, mach mal einen Vlog. Dann sehe ich immer aus wie so ein kleiner Trümmerhaufen. Und diesmal dachte ich, so Mutti, und jetzt machst du die Begrüßung für den Vlog hier im Schminkkabuff, wenn du schön geschminkt bist, damit das auch mal ein bisschen vernünftig und ordentlich aussieht in der Einleitung und die Leute auch mal am Ball bleiben und sagen, Alter, was ist das denn für eine Trümmer? Leute, die muss ich mir ja nicht angucken, ne? Hallo, auch so kann eine Mutti aussehen. Auch so kann die Mutti aussehen, wenn sie will. Ja, so sieht das Ganze hier aus. So sieht's aus. Kaffee am Start. So sieht mein Set hier aus. Da hinten steht die Kamera. Hier vorne ist das Mikrofon. Da ist meine Unordnung und die Produkte, die ich gerade so in einem Video ausprobiert habe. Und rechts und links von mir steht ein Regal. Und ja, das ist so mein Arbeitsplatz hier für YouTube, wo ich mich ziemlich viel aufhalte, obwohl ich auch viel oben im Wohnzimmer drehe, wenn ich mal sage, ich mache Tageslichtaufnahmen und so weiter. Aber viele kennen den Schminkkabuff noch gar nicht und so sieht das Ganze aus. Wir befinden uns hier in der zweiten Etage im Keller. Hier hängen überall solche, sag schon mal, damit das nicht so halt. Ne, solche Matten hängen hier überall dran. Die haben wir ein bisschen dran gemacht, weil viele von euch gesagt haben, Mensch, weißt du was, das halt immer so bei dir. Aber es ist halt ein Kellerraum und hier steht nicht viel drin. Also hier steht wirklich nur mein Set hier drin, also meine Leuchten, mein Tapeziertisch, meine beiden Regale, mein Ikea-Hocker, der wahnsinnig bequem ist. Und ja, das war's auch eigentlich. Hier ist doch ein bisschen ein kleines Fenster. Und ja, da hinten ist so der alte Hintergrund und da ist so ein bisschen Rabbelnasch, was da noch rumsteht. Hier steht auch so ein bisschen Equipment und solche Dinge rum. Aber mehr ist hier nicht drin und da soll das wohl ein bisschen hallen, weil der Raum ja doch relativ groß ist. Aber hier unten habe ich einfach meine Ruhe, da kann der normale Alltag im Haus einfach weitergehen. Und das ist für mich ganz wichtig, auch einen Platz zu haben, wo ich meine Sachen auch einfach stehen lassen kann. Ne? Also Kamera kommt weg, die wird weggeschlossen abends, weil die uns jetzt schon zweimal das Haus geknackt haben hier. Deshalb weg. Und das ist hier so mein Bereich. Ne? Da schminke ich mich, da mache ich, da unterhalte ich mich mit euch, probiere Produkte aus. Und ja, für viele ist das immer sehr interessant, das zu gucken, wie so ein Video überhaupt entsteht. Hier steht zum Beispiel auch tatsächlich immer noch eine alte Aufgebrauchbox rum. Da sind schon Produkte, was weiß ich, guck mal, hier Poda ist hier noch drin. Hier Poda ist noch drin, wieder nicht geschafft. Beauty Mates ist hier drin. Die, also das muss von einem ewig langen aufgebraucht sein. Die ist mir mal ausgelaufen hier. Was haben wir hier noch? Was? Also das muss ein richtig alter... Die sollte ich mal entsorgen, mal langsam, ne? Das steht hier immer noch rum. Hier steht zum Beispiel auch noch ein Karton mit Pappe. Von irgendwelchen Kartons, da irgendwie noch ein Gewächshaus steht hier rum. Hier steht auch irgendwie mein alter Müllsack und auch ein aufgebraut rum. Guck mal hier, ne? Was die Mutti hier alles so stehen hat, ne? Ja, und das ist so der alte Hintergrund hier. Und hier liegen tatsächlich noch ein paar Dämmmatten. Die muss ich nochmal ankleben. Da an der Wand kleben ja auch welche, damit es halt nicht so halt. Und da haben wir uns nochmal welche nachgekauft, damit es noch weniger halt. Und das sind einfach so eine Schaumstoffplatten, die da so angeklebt werden. Mutti eigentlich auch noch morgen, ne? Und hier habe ich gerade gesehen, das ist so ein tolles Ding. Und zwar ist das von Avon so ein Duftwässerchen hier. Das habe ich hier stehen und das riecht nach Weihnachten. Das riecht nach Orange, nach Zimt, nach Nelke, nach richtig toll. Und so riecht dann mein Avon-Bereich, mein Arbeitsbereich hier. Und so riecht das Ganze. Ich werde das jetzt mal gleich ein bisschen aufräumen. Und Kamera abbauen, also ich nehme sie einfach nur oben ab, nehme das dann mit nach oben und lade die jeweiligen Szenen, die ich hier gedreht habe, die lade ich dann ganz einfach oben rüber auf mein Handy hier. Ich habe da nach wie vor immer noch so einen riesengroßen Spaß dran. Erstmal an diesen ganzen Produkte ausprobieren, Hautpflege, Kosmetik, auch andere Produkte, die einem manchmal so zugeschickt werden oder wo man sagt, das lasse ich mir mal zuschicken, das probiere ich einfach mal aus. Da habe ich einfach Freude dran. Da habe ich einfach Freude dran, das bringt mir einfach Spaß und ist für mich einfach so, wenn ich hier reinkomme in Schminkkabuff, das ist mein Bereich, das ist
mein Baby hier unten und da kann ich einfach so mich runterfahren. Das bringt mir einfach Spaß und deshalb liebe ich so YouTube. Ich mache zwar auch Instagram, da kannst du mir auch super gerne folgen. Da gibt es ja immer auch so Daily Stories und so. Eigentlich gibt es ja jeden Tag einen Vlog. Immer so ein bisschen zumindest, was man so den Tag über gemacht hat und wie es einem geht und so weiter. Aber YouTube ist für mich was Besonderes, weil diese Videos einfach ausführlicher, ruhiger und weiß ich nicht, so Instagram und so TikTok mache ich gar nicht. TikTok ist mir einfach zu hektisch. Instagram ist auch schon etwas hektischer. YouTube ist so ruhig. So ruhig und das beruhigt mich und das bringt mir einfach Spaß. Und das soll es ja auch in erster Linie, ne? Weil wenn es keinen Spaß machen würde, dann würde ich das ja auch nie machen. Was für Lebensweisheiten hier wieder, ne? Ja, hier lernst du was bei Martina. Das ist so. So, ich werde ein bisschen zusammenpacken, mein Gedöns hier, und dann geht's ab nach oben. Mal einen neuen Kaffee holen. Ich habe so ein bisschen Uhrenvergleiche. Das ist 10:42 Uhr und ich habe jetzt das zweite Video gedreht. Also für diese Woche bin ich eigentlich schon fertig und ich liebe diesen Stuhl, weil ich mich da so schön drauf drehen kann. Eigentlich bin ich für diese Woche schon fertig mit Videos drehen und habe dann nur noch so Sachen, so Short-Videos oder Schminkvideos oder so Kurzvideos, wozu ich einfach Lust habe. Das ist so, ich mag den Stuhl. My little, der dreht von ganz alleine. My little paradise ist das hier. So ist das. So, und das sind jetzt die Produkte, die ich heute hier ausprobiert habe. Das ist einmal von Rosenthal ein BB-Serum und auch von Rosenthal eine BB oder ein BB-Eye-Balm. Das habe ich ein bisschen ausprobiert. Dann habe ich hier von Everline Cosmetics einmal diese Wonder Match Face Contouring Palette. Dazu gab das noch, ich hatte so ein großes Paket bekommen, so ein PR-Paket. Einmal für Lips and oder Cheek and Lip, so rum, also einmal als Blush und für die Lippen. So einen ganz tollen Ton. Dann habe ich hier eine Palette von W7. Die fand ich richtig cool. Die hat mir richtig Freude gemacht, die Palette. Ich versuche die mal einhändig hier aufzukriegen. Richtig, das sind Muttis Töne, ne? Die ist richtig toll. Mag ich richtig gerne. Das ist ein schöner Look heute. Dann hatte ich Dr. Hauschka ausprobiert. Also das Video kannst du dir angucken, ist in der Playlist. Wir probieren aus. Das ist das letzte Video dazu. Da hatte ich Dr. Hauschka ausprobiert. Also fand ich jetzt nicht so. Ein bisschen Avon war hier noch dabei. Aber das habe ich nicht ausprobiert, sondern einfach einfließen lassen. Ja, und das Ganze packe ich jetzt hier zusammen. Und dann geht's ab nach oben. Ich zwei richtig, richtig schöne Produkte, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, das eine hier ist okay, kann man mitnehmen, ist super pflegend, mag ich gerne, aber braucht man nicht unbedingt, würde ich jetzt sagen. Dieses hier, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ein Produkt, das sollte man schon im Schrank haben. Das finde ich nämlich richtig cool und es gefällt mir. Und ich liebe das einfach, solche Dinge auch ganz einfach auszutesten. Genauso wie diese Palette hier, das ist komplett Muttis. Das ist Muttis Palette, die mag ich. Das sind genau die Farben, die ich ganz einfach liebe, finde ich mega. Diese Contouring-Palette hier feiere ich auch richtig, gibt einen schönen Glow oder unterstützt den Glow hier ganz gut. Ich musste tatsächlich hier ein bisschen lichter machen. Das ist jetzt 11:45 Uhr. Und ich habe richtig Hunger und werde mir jetzt einfach ein schönes Brot machen. Bin hier nebenbei schon mal angefangen. Also für mich gibt es ein schönes Vollkornbrot mit Käse drauf, eine Scheibe und dann gibt es für mich jetzt ein bisschen Gurke dazu. Und während ich mir die Gurke schäle, kommen wir mal ein bisschen auf das Thema Ernährung. Da hat sich bei mir ja einiges geändert. Muss sich auch ändern und ein bisschen, wie es mir geht und vor allen Dingen, was das Gewicht macht. Es geht ja auch zum Teil hier ran an den Speck, was ich ja mit Margarita Make-up und mehr mache. Das machen wir schon, ich weiß gar nicht, wie lange, 3 Jahre machen wir das schon zusammen, immer mal ein bisschen das Gewicht in den Griff zu behalten. Hat mal mehr, mal weniger geklappt. Im Moment ist es bei mir aber gesundheitlich so durch Diabetes Typ 2, was festgestellt worden ist. Und durch meine ganze Schilddrüsen- und Hormongeschichte habe ich zugenommen, aufgehört zu rauchen. Ich habe zugenommen wie so ein Medizinball, das sage ich euch. Und ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich im Moment auch echt nicht wohl. Es ist für mich einfach so, dass im Moment meine Figur mir vorgibt, was ich anziehen soll. Und das gefällt mir schon mal gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Also ich bin nie schlank gewesen, immer so ein bisschen mopselig so, also fraulich so, sagen wir es mal so, also nie Knochengerüst.
Aber im Moment bin ich ein bisschen sehr vielfraulich für meinen Geschmack. Also mein Mann freut's, meine Brust ist um mindestens zwei BH-Größen angestiegen, was ich total blöde finde, weil überall, wo viel ist, kann auch viel nach unten sacken und das gefällt mir überhaupt nicht, weil Erdanziehung und so weiter, ne? Gut, andere Spielwiese, anderes Thema, aber mir gefällt es halt einfach nicht. Ich habe eben Salz hier drauf gemacht, weil ich mich einfach nicht wohlfühle. Ich fühle mich einfach nicht wohl und so wie heute. Früher hätte ich zwei Brötchen gegessen mit Fettwurst und was weiß ich drauf. Heute esse ich ein Vollkornbrot. Also nicht nur heute für die Kamera, sondern echt wirklich Gemach, Gemach und ein bisschen Gurke. Und das ist um 11:30 plus meinen Medikamenten, die ich nehme. Das ist mein Frühstück. Dann trinke ich noch einen schönen Kaffee dazu. Und versuche mich möglichst zu viel zu bewegen, an der frischen Luft draußen irgendwie, also Fahrrad fahren, zu Fuß gehen, wisst ihr auch bei Instagram. Ich bin irgendwie immer unterwegs und trotzdem habe ich das Gefühl, ich nehme nicht wesentlich ab. Also es sind jetzt gerade mal, wo wir jetzt wieder angefangen sind, so mit ran an den Speck oder wo ich auch wirklich so mit Diabetes und so weiter seit dem Sommer einfach anders esse und gut, ich nasche auch was und ich esse auch Kuchen und hier und da, aber ich versuche mich halt so gutesgehend so gut zu ernähren. Ich koche ja auch oft mit euch zusammen bei Instagram oder auch hier oder lasse da mal Rezepte mal walten und trotzdem nehme ich nicht ab. Das ist echt frustrierend. Da kann ich dir sagen. So, Butter bei der Fische. Ich stelle mich jetzt hier auf die Waage drauf, dann könnt ihr sehen, wie der aktuelle Stand ist. Ich habe mich circa vor 2 Wochen oder 3 Wochen gewogen. Da hatte ich 83 Kilo. Das haben wir bei Instagram gemacht. 83 Kilo, was mir kein Mensch geglaubt hat. Jetzt habe ich mich gewogen. Also es waren jetzt in letzter Zeit 2 Kilo. Das Wetter wird besser. Ich bewege mich mehr. Also schlappe 2 Kilo abgenommen, aber in der Zeit von Juni bis heute, von der OP bis heute, habe ich satte 13 Kilo zugenommen. 13 Kilo, das ist für meine kleine Größe richtig, richtig viel und das macht sich schon bemerkbar bei mir auf den Hüften und an der Möpse, ne? Das ist ganz einfach so. Also da müssen wir ran an den Speck, ne? Der Arzt sagt auch, seien Sie bitte nicht ungeduldig. Schilddrüse ist raus, Psyche geht das nicht gut, Diabetes Typ 2, Wechseljahre, Hormonumstellung, es fehlt Ihnen ein Organ im Körper. Schilddrüse ist ja komplett rausgenommen worden. Seien Sie doch einfach mal ein bisschen geduldiger mit sich. Ich sage, nee, ich habe ja das Gefühl, die Tendenz geht nach oben. Ich esse immer weniger und immer besser und es passiert nichts Gravierendes auf der Waage. Früher hast du mal, ne? 2, 3, 4 Wochen hast du pro Monat, was weiß ich, 5, 6 Kilo abgenommen. Und jetzt geht es eben nicht mehr so einfach, wenn man älter ist und da krankheitsbedingt, das funktioniert halt einfach bei mir nicht. Und das frustriert mich schon ein bisschen, da muss ich ehrlich sagen. Ich will jetzt erstmal fertig frühstücken, weil Quasseln mit Vollkornbrot, das geht nach hinten los. Ne? Verschlucke ich mir noch eine Kratze hier noch vor laufender Kamera ab, das braucht ja auch kein Mensch, ne? Deshalb esse ich jetzt erstmal zu Ende. So, weiter bleiben wir bei dem Thema Gewicht, Essen, Optik, alles zum Thema Gewicht, was mich im Moment nervt und was mich auch richtig, richtig nervt und was wir jetzt zusammen mal hier so ein bisschen wieder auf oder up to date bringen, ist der Kleiderschrank. Das ist eine Vollkatastrophe. Erstmal sieht der total scheiße aus, unaufgeräumt, alles unorganisiert, wie immer durcheinander. Die Türen knatschen übrigens immer noch hier. Und 80% würde ich mal sagen, oder ja, 60, 70% aus meinem Kleiderschrank an Klamotten, das passt mir nicht mehr, das sieht aus wie Wurst im Pelle und das sortieren wir jetzt mal aus. Alles einmal raus. Gar nicht lange rumhühnern machen und tun, sondern raus mit dem Scheiß und dann werden wir das mal so ein bisschen inspizieren, was denn hier noch geht und was, wo ich sage,
Pack das erstmal weg, wenn du irgendwann wieder schlank bist, dann ziehst du das wieder an. Ach, guck mal, der Teil, das wollte ich auch schon lange meinem Kind mal mitgegeben haben. Ne? Hier ist er immer noch. Da weiß ich eh, das passt mir nicht. Wer kann sich noch erinnern an den Pullover, den wir gerade hatten? Ha! Das ist auch so eine Vollkatastrophe, ey. Oh, Mutti, Mutti, Mutti. So, einmal alles raus hier. Menschenskinderst du. So, Schrank ist leer. Ich werde ihn jetzt erstmal, bevor wir hier durchstarten, werde ich ihn erstmal so ein bisschen sauber machen. Und zwar immer so in die staubigen Ecken, ne? Guck mal hier, ne? Schön staubig und so. Das werde ich erstmal aussaugen und dann werde ich das erstmal auswischen, bevor ich dann das Neue oder das, was noch übrig geblieben ist von meinen Klamotten, das wird wohl übersichtlich sein, werde ich hier wieder reinlegen, ne? Die Tür macht mich wahnsinnig, ne? Und ich wusste gar nicht, dass in den kleinen Schrank, ne, dass da so viele Klamotten reinpassen. Das ist unglaublich. Da stand auch noch der Koffer drin. Der Koffer und die Goodieboxen, die standen da auch noch drin. Das ist unfassbar, ne? Unfassbar, was ich da alles reingeproppt habe. Und auch wenn das jetzt manchen hier sauer aufstößt, werde ich zum Staubsaugen von diesem Schrank ein Kooperationsgerät benutzen. Und zwar Ultenic heißt das Ganze. So sieht es aus und er sieht verdächtig aus wie ein Dyson. Aber ich habe den zugeschickt bekommen, ich wollte ihn ausprobieren. Das ist der Dyson, den habe ich nicht zugeschickt bekommen, den haben wir uns selber gekauft. Und das ist der Ultenic hier. Ähnlich, ähnliche Gesamtsituation auch von der... Ne, passt so. Den werden wir jetzt ausprobieren hier, weil ich habe den unten in meinen Schminkkabuff schon ausprobiert. Und den finde ich gar nicht so verkehrt. Kein Vergleich, also er ist gut, aber das Original ist halt Nutella, ist Nutella, ne? Das ist besser, aber was mir immer gefällt, ist, dass das ohne Staubsaugerbeutel ist. Und das Ganze hier, was Dalton hat an, aus, Quatsch, Dalton, Dyson, an, aus und das läuft. Der hier hat nicht nur an, aus, sondern der hat ein komplettes Mäusekino hier mit Gasanzeige, ne? Also hier mit Tacho, ne? Und das sehen. Spielkram, ne? Spielkram, aber ich finde das nicht verkehrt, das Ding, ne? Also Saugkraft hat er allemal. Und was auch richtig cool ist, der ist wieder Dyson. Der hat schon so eine richtig coole Saugkraft. Ich muss mal ein bisschen lauter reden hier. Also da hat er schon. Ne? Kannst nicht meckern und kannst ihn so schön klein hier so als Handy nehmen, ne? Das ist so richtig gut in der Hand. Ist nicht verkehrt, ne? Kommt gut mit weggesaugt, alles. Verschiedene Aufsätze. Also finde ich nicht verkehrt. Und das ist natürlich jetzt so ein bisschen Spielkram hier, ne? Aber, ne, also macht schon Spaß, ne? Jetzt hebt er ab, pass auf. Jetzt geht er noch höher. Geht er noch höher? Warum geht er denn nicht ganz hoch? Komm, Mäuschen, komm. Komm, 150, schaffte. Der macht er nicht. Warum nicht? Bleib da. Ach, guck mal, der hat auch Licht. Wie der Dyson, der hat auch Licht. Guck mal, das habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Das finde ich ja cool. Ja, so ist das. Auch wenn einige sich darüber immer aufregen, dass wir ja immer alles hier ausprobieren und alles zeigen und so. Ich habe das in der Infobox verlinkt. Guck mal hier, da ist auch richtig eine Dose mit Tonne da, ne? Der saugt jetzt schon gut auf, ne? Und rührt da durcheinander alles. Also ohne Beutel. Finde ich genial, weil ich liebe unseren Dyson. Ich mache nochmal wieder die Grundfelder an. Habe. So, auch drin. Den Stress hier nur. Aber finde ich ein schönes Teil. Verlinke ich euch unten in der Infobox. Finde ich mega. Liebe Frieda, du bist willkommen. Bei mir ist alles sauber. Na dann noch. Ach, guck mal, hier ist bitte leben. Das darf nicht wahr sein, ey. Also es soll jetzt hier kein Vergleich sein zwischen Dyson und wie heißt er jetzt? Ultenic. Ultenic soll jetzt kein ne? Da Vergleich jetzt so sein, obwohl ist es ja doch irgendwie schon, weil den kenne ich natürlich hier und den noch nicht. Aber ich muss ehrlich sagen, der ist nicht schlecht. Der ist nicht schlecht, kannst nicht meckern, ne? Tolles Teil, auch ohne Beutel, hin und her. Und finde ich gut. Also auch von der Akkuleistung her ist er auch richtig gut. Auch mit dem Licht und so weiter. Ich zeige euch nochmal kurz den Aufsatz dazu. Den finde ich gar nicht verkehrt. Und du kannst immer sehen, was hier los ist. Und das ist immer schnell auszuleeren. Ne? Ich mache das jetzt hier immer bei dem Dalton mal jetzt nicht so. Da ziehst du einfach hier oben auf, dann springt die Klappe unten auf und dann hast du das ausgeleert. Klappe zu und zack und los. Und hierfür gab es jetzt auch noch einen Filter, weil du musst ja auch öfters mal sauber machen. Aber ich finde das cool.
Das Ding. Will ich gleich mal gucken, wie das aufgeht und zeige euch nochmal den Untersatz, also den Aufsatz dafür. Mensch. Hat hier so ein ganz leichtes Stecksystem, also das geht relativ gut hier. Knacks raus und fertig. Und da hat er hier noch so einen Fuß. Mach's hier, zack und los. Ja gut, ich zeige euch jetzt auch nochmal den Karton hier, auch wenn jetzt einige im Strahl kotzen. Aber das ist ganz einfach so, ne? So ist das hier, so sieht das Ganze aus. U12 Wessler Vakuum Cleaner. Finde ich nicht verkehrt, habe ich jetzt hier, glaube ich, 2 Wochen jetzt im Gebrauch. Finde ich cool. Hat eine vernünftige Wattzahl, dass du da auch mit arbeiten kannst. Gut, ist zum Dyson jetzt die kleine Alternative, würde ich mal sagen, finde ich ganz okay. Und ich finde diese Akkusauger sowieso total schön, weil du kannst ihn so klein machen. Auch gerade, wir haben im Haus ja auch eine Treppe runter, einen Schminkkabuff und so. Und selbst wenn ich da unter mal mache, muss ich nicht mit der Tonne und mit dem Kabel und hin und her und Treppe rauf, Treppe runter, sondern der ist so zack, 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 nimmst in die Hand und rennst die Treppen damit runter. Und fertig ist, finde ich nicht verkehrt. Ne? So, nun ist aber auch Schluss mit Werbung hier. Schaut euch den mal an, ich verlinke den mal in der Infobox, ne? Ich habe da nichts von, ob ihr den jetzt kauft oder nicht. Also ich habe keinen Rabattcode habe ich nicht und anteilig, wenn ihr jetzt einen Staubsauger kauft, dann ich da irgendwie ein paar Kröten abkriege, kriege ich nicht. Sondern einfach nur zum Testen für mich und zum Ausprobieren. Und finde ich ein cooles Teil. So ist es. So, weiter jetzt mit den Figurproblemen und mal gucken, was im Schrank noch so passt und was nicht. Na, so ist es. Ich glaube, wir machen das so, bevor ich das wieder einräume, ich habe jetzt hier ein bisschen gewischt gemacht, getan, bevor ich das jetzt wieder einräume, zeige ich euch mal, was in den Schrank reingeht. Wackenpullover bleibt auf jeden Fall, weil wenn ich jetzt jedes Teil hier einzeln anziehen würde und machen und tun, ich werde nur die peinliche Hose, die werde ich euch nachher zeigen und das, was nicht mehr reinkommt, das zeige ich euch. Also Wacken bleibt auf jeden Fall. Für dieses Jahr haben wir auch wieder Karten, da geht es wieder hin. Der ist großräumig, der passt immer. Bleiben tut auch dieser S. Oliver Alt-Rosé farbene Hoodie, der nicht gebügelt ist, sondern total kraus ist, aber der bleibt, weil der von der Größe, also die Hoodies und Pullis sind auch nicht so wirklich das Problem. Also manche schon, aber so die Hoodies, die sind ja doch immer recht großzügig, so von der Größe her, also das passt schon, also der bleibt auch. Oceans Apart, schwarzer Hoodie, auch, bleibt auch. Ocean Apart, der gleiche, nochmal in beige, bleibt auch, weil auch großzügiges Modell. Snoopy, hallo, der bleibt. Ja, großzügiger Glitzerpulli in Royal Blau, der ist recht großzügig. Er ist zwar schon echt ein bisschen ausgeleiert, ne? Aber ich befürchte, ich kann mich davon noch nicht trennen. Der bleibt. Royal blauer Strickpulli bleibt. Erstmal liebe ich die Farbe. Es war ein bisschen kurz, aber man könnte hier ein bisschen längeres da unten drunter ziehen. Der bleibt. Sortierst du auch mal irgendwie dann was aus oder bleibt das jetzt alles? Bordeaux-roter Strickpulli XXL bleibt. Pinker Lochpulli, also so, der ist so gehäkelt oder wie auch immer. XXL, liebe ich das Teil, trägt zwar unheimlich auf, aber scheißegal. Der bleibt, Mann! Grauer Strickpulli, obwohl er ein bisschen kratzig ist. Aber ich liebe das Grau und ich mag das so, das, dieses hier so, das Riffelige so. Ich mag das so. Nee, der bleibt. Schränk schon wieder fast voll, ein Viertel und das bleibt, das bleibt. Aber die Problemsachen, die sind ja meist die Hosen. Entschuldigung, die Hosen. Und so die Hemden und so, Jeanshemden und so, ne? Da hatte ich euch schon bei Instagram gesagt, Alter, kriegt nicht mal mehr zu, ne? Also das entspannt sie sich, ne? Da wird schon so einiges rausfliegen. Weißer Feinstrickpulli. Siehst du jede Fettbeule unter? Aber der bleibt. Der bleibt. Den kann man ja noch unten drunter anziehen. Ich mag den aber. Der ist so flauschig. Aber guck mal, ich habe gerade gesehen, da ist ein Make-up-Fleck dran. Das muss ich waschen. Nicht in den Schrank, waschen. Brauner Strickpulli habe ich schon, glaube ich, das dritte Jahr. Mit so einem hohen Kragen hier. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die her habe. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Eigentlich schon. Bleibt. Den Zellen, wie gerade eben, die hatte ich mir dann gleich zweimal geholt. Kennst du das? Wenn du Sachen gut findest, dann fährst du nochmal los und holst dir den nochmal selber, wenn er gut. Also nochmal, wenn er passt, den habe ich hier auch in Rot und der bleibt natürlich auch. Kann die beiden jetzt auch nicht trennen. Jogginganzug in Braun, in Kackerbraun, passt immer, totale Schlubberhose, sieht nicht
figurbetont aus, aber das soll's ja auch nicht. Und der passende Hoodie dazu, das bleibt natürlich. Ne? So ein bisschen so Klaluschen-Klamotten, das braucht man. Habe ich, glaube ich, auch schon das dritte Jahr oder so. Den liebe ich auch total. Der hat so eine richtig intensive Farbe. Der ist so flauschig. Die habe ich mal im Ausverkauf irgendwo bei Real mal geholt. Ich glaube, für 5 Euro oder so. Aber den liebe ich. Der ist zwar ein bisschen Spack, also ein bisschen eng so, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass doch mal weniger wird. Aber er passt schon noch. Ne? Aber ist schon... Aber ich liebe den. Ich kann den nicht wegnehmen. Das kann ich nicht. So, ich habe hier noch so einen wunderschönen Hosenanzug von Pfeffinger. Also so ein Jumpsuit, ne? Finde ich richtig cool. Auch die Farbe ist richtig cool. Da ich im Moment aber echt zu fett bin. Ich werde ihn nicht weggeben, aber ich werde ihn in eine Kiste packen, die oben hier auf dem Schrank liegen. Und wenn ich irgendwann mal wieder schlank bin, dann hole ich den mal wieder raus. Das ist vom Pfeffinger, das ist ein tolles Ding, habe ich ganz günstig geschossen am Flohmarkt, war nagelneu. Gebe ich nicht weg. Weil das finde ich ein schönes Teil und vielleicht passt das ja irgendwann wieder, aber sortiere ich hier aus dem Schrank jetzt erstmal für die nächste Zeit aus. Wow, ein Teil. Eine schöne Jeanshemdbluse. Finde ich eigentlich sehr cool, weil das so ein ganz leichter, flodderiger Stoff ist. Aber ich meine, ich habe die vor kurzem mal angehabt und da dachte ich, Alter, das geht gar nicht, ne? Das tut nichts mehr für dich. Das ist ein bisschen Spack, das Ganze. Also so, dass das ein bisschen kneift, ne? Wo ich jetzt sage, hier an der Brust. Obwohl... Nee, das, guckt das mal an. Das ist Olterhausen. Alle gucken hier hin. Wenn ich ankomme, die gucken nicht so. Guck mal, wenn du so kommst. Dann so, moin. Nein. Das sortiere ich in die Kiste. Wenn ich irgendwann schlanker bin, dann ziehe ich das wieder an. Aber ich, alles hier noch 2 Pfeile hin und gucken Sie bitte hier hängt das heute. Ne? Das geht für mich gar nicht. Nein. Mein geliebtes Jeanshemd. Das habe ich rauf und runter getragen. Das ist die Größe M. Ich weiß gar nicht, wo C und A oder wo irgendwo. Es ist definitiv zu eng. Das hatte ich euch schon bei Instagram gezeigt. Guck mal hier auch, wie der Ranzen hier jetzt nach dem Frühstück, ne? Ich brauche nur ein Stück Brot essen. Wie so ein Gasballon. Wenn ich gleich hier... So, ich glaube, dass ich nicht mal... Ich musste selbst auf Arbeit, musste ich eine Nummer größer haben, meine Arbeitsblumen. Müssen wir nicht reden, ne? Ja, blamier dich ruhig noch mehr hier. Ich blamier mich ja nicht. Sondern es ist Fakt. Gut, ich könnte jetzt so losgehen, sagen, moin. Das macht ja auch kein Mensch. Also in die Kiste, dass der vielleicht irgendwann mal wieder passt. Ich finde das so schön. Es ist, wie es ist. Strickjacke bleibt. Die kennt ihr ja auch, ne? Die bleibt. Die ist geräumig. Da ist Platz in der Hütte. Knallroter Pulli bleibt auch. Der ist recht großzügig. Das Größe L hier. Also der ist recht großzügig. Der hat ein schönes signalfarbenes Rot. So ein leichter Strickpulli, also nichts Dickes. Den finde ich sehr cool. Der bleibt auf jeden Fall. Da weiß ich auch, der hat die Vorresten an. Der passt noch. Yeah. Mein Kermit-Strickpulli. Das ist auch ein Flohmarktfund mal gewesen. Lieb ich sehr. Das ist so richtig knacke grün. Mag ich sehr, sehr gerne. Bleibt auf jeden Fall, habe ich auch vor kurzem angehabt. Weiß ich, dass der Mutti noch passt. Da habe ich hier noch 2 Longblusen, die recht geräumig sind. Also die weiß ich auch, die passen immer noch. Die habe ich letztens schon mal anprobiert. Einmal in einem hellfreundlichen Schwarz und einmal so mit Türkis und Schwarz. Die kann man so super mit Gürtel und so noch irgendwie tragen. Also die bleiben auf jeden Fall. Da werde ich auch noch, auch selbst wenn ich jetzt noch mal 5-6 Kilo zunehme, da würde ich wohl immer noch reinpassen. Was ich befürchten werde, was raus ist, ich habe hier 2 Jeansjacken, ist einmal eigentlich meine allerliebste Lieblingsjeansjacke, weil der Busen und der Bauch so dick geworden ist und das eigentlich so ein bisschen eine kurze hier so ist. Nein. Gut, man macht sie ja nicht zu, man lässt sie auf, aber du siehst das, wenn sie zu klein ist und wenn der Ausschnitt hier zu weit ist. Nein. Es sieht aus wie Quetschhausen mit der Brust und so. Das gefällt mir überhaupt gar nicht. Das ist auch wieder, komm's an. Moin. Nein. Ich werde sie aussortieren, so lange, bis sie mir wieder passt.
schweren Herzens. Also da könnte ich euch heulen, weil die habe ich rauf und runter getragen. Ne? Und ich habe mir ja gesagt, ich will ja nichts Neues kaufen, nicht bevor ich wieder abgenommen habe. Weil sonst bringt das ja nichts. Ne? Und ich kaufe mir jetzt keine neue Jeansjacke. Ich habe mir schon eine gekauft. Guck mal, das ist wieder voll gelogen. Ne? Die ist schon fast ein bisschen groß, aber die liebe ich sehr. Die passt wunderbar. Das ist die, die habe ich schon auf den Videos angehabt, so mit Pärchen und so. So überall so ein bisschen schnicki-schnacki hat die dran, so ein bisschen runden Halsausschnitt. Die mag ich sehr gerne. Und so soll der Ausschnitt ja auch sein. Ein schmaler Spalt und nicht wie die andere hier. Ne? Also die darf dann bleiben. Zeige ich euch mal ganz kurz, welche ich mir gekauft habe. Und zwar habe ich mir die bei Kick, glaube ich, mitgenommen. Da hatten sie Jeansjacken irgendwie für, glaube ich, 8,99 oder so. Die ist auch recht dünn. Aber ich fand das so ganz cool in schwarz. Und da habe ich, kann ich ja mal die Hose rausholen. Wo habe ich die denn? Hier. Da habe ich mir eine Hose zugekauft. Die ziehe ich gleich mal an. Da fällt es auch vom Glauben ab. Die habe ich mir extra geholt, wo ich erzähle, das ist so eine Blamierhose. Also für mich. Das hat mich so frustriert. Weil ich fand das jetzt cool. Die schwarze Jeansjacke hier. Also die habe ich jetzt frisch gewaschen. Deshalb ist sie noch so ein bisschen knüdelig. Und dann diese High-Waist-Hose. Also normalerweise gehen die Knöpfe ja immer nur bis hier. Und die hat extra wie so eine Umstandshose. Noch so ein Stückchen oben dran, dass der Bauch so ein bisschen eingegrenzt wird. Und ein bisschen zurückgedrückt wird. Ich zeige euch jetzt hier mal, wie das bei mir. Das hat nämlich keinen Shaping-Effekt. Quasi. Also hier hinten zeige ich euch das nochmal. War ein bisschen blöder erklärt. Hier ist normalerweise der Hosenbund. Ne? Und die hat noch so einen breiten Streifen oben drüber, dass ich stehe schon ohne Hose hier, dass das quasi bis über die Taille reicht und dass das den Speck so ein bisschen shaped. Shapen soll. So, tam, taram, tadadadam, tadam. Alles. Hier ist die Kante der Hose. Reden. Ich glaube, nein, das tut nichts für mich. Und das wäre so schön gewesen. Diese schöne schwarze Jeansjacke, die schöne schwarze Hose, ne? Aber mit diesem Fettreifen da rum, The Burning Ring, braucht, das geht gar nicht. Guckt euch das mal an, das ist eine vierte Brust. Eine vierte Brust. Alter, das geht gar nicht. Ja, Lachen, Humor ist, wenn man trotzdem drüber lachen kann. Ne? Ansonsten finde ich die Hose nicht schlecht, weil viele sagen immer, oh, du hast so schlanke Beine und so. Ja, die Beine sind auch schlank. Aber die Möpse und jetzt der Reifen hier rum dazu, das geht gar nicht. Nein. Und ich strecke den jetzt auch nicht raus. Ich kann den auch hier einziehen. Da ist sie trotzdem noch da. Das geht gar nicht. Das, ne. Nein. Die lege ich mir auch nicht zurück. Doch, das ist die Anspornhose. Die lege ich mir zurück. Und wenn ich irgendwann mein Wunschgewicht erreicht habe, dann ziehen wir die nochmal zusammen an. Die fliegt jetzt rein in die Kiste, so lange, bis ich abgenommen habe. Die Jeansjacke bleibt. Puh, bin richtig außer Atem wieder. Das ist richtig anstrengend, das Video hier. Na gut, vielleicht nimmt man dann auch mal ein bisschen was, noch was ab, ne? Nee, das ist schon frustriert, ne? Der Mantel von Temu, der bleibt, weil den habe ich eigentlich fast jeden zweiten Tag an. Das Hemd hier bleibt auch das Karo-Hemd, weil das passt. Nee, das ist echt frustrierend, das kann ich euch sagen. Weil so auch diese Hose, das, da dachte ich so irgendwie, Mensch, das ist eine tolle Kombi und dann, ne, shape das gleich so ein bisschen. Und ich wäre fast vom Glauben abgefallen, wie ich mich selber im Spiegel mit der Hose gesehen habe. Leider nicht im Geschäft anprobiert. Leider Schilder schon alles abgerissen und Kassenbon weggefeuert, weil das war Größe 44, das wird mir wohl passen, ne? Weiter geht's. Zu eng. Zu eng habe ich letztens angehabt, lieb ich. Habe ich euch schon öfters gezeigt. Das ist so ein Teil unten mit Gummizug und das hatte ich immer eigentlich so zu einem schwarzen Rock an. Das finde ich ein sehr, sehr cooles Teil. No, aber das ist zu klein, das wird in die Kiste wandern für irgendwann einmal in diesem Leben, wenn ich doch nochmal schlank bin. So, das wird bleiben. Das war ja mal so ein Fehlkauf. Ich meine, ich werde sie trotzdem weiter anziehen, weil sie passt halt. Die rote Jacke hier, ihr könnt euch schwach entsinnen, aus dem Internet gekauft. Ein dunkelbrauner Cardigan bleibt auch. Wunderschöner Strickpulli. Lieb ich sehr, hier so mit Teddyfell drin. Den habe ich schon richtig lange. Der ist richtig schön, aber der ist mir leider zu eng. Und da genau in diesem Bereich hier sieht man meinen. Und deshalb in die Kiste, wenn ich mal abgespeckt habe.
Und ich liebe den so. Bleibt Urlaubskauf von Only. Von Only habe ich mir mal Urlaub gekauft. Ist so flauschig, so geräumig. Bleibt auf jeden Fall, weil passt noch. Passt eigentlich noch, ist aber total aus dem Leim gegangen. So ein türkisfarbener Pulli. Man könnte sagen, okay, ich nehme ihn noch für die Gartenarbeit. Aber Wollpullis für die Gartenarbeit. Ihr seht das auch schon, wie durchsichtig der eigentlich ist. Der ist so aus dem Leim gegangen. Und wenn du Gartenarbeit Wollpulli anhast, da bleibt alles dran hängen. Der geht in die Altkleidersammlung. Obwohl, er hatte noch gepasst. Schwarzer Rock, alles gut. Schwarzer, langer, flauschiger Rock, wollte ich schon sagen. Kannst du immer anziehen, der bleibt auf jeden Fall. Wo ist denn hier jetzt? Da ist das so. Ein ganz normaler, schwarzer, schöner, so ein weich fließender Stoff, mag ich sehr gerne, bleibt auf jeden Fall. Weil eine Beine ist ja nicht das Problem. Und oben hat der Rock Gummizug. Jogginghose Oceans Apart, passt, da habe ich den Pulli ja auch noch von, bleibt auf jeden Fall. Hatte ich mir mal bei Temu bestellt, solche tollen Pullis mag ich richtig gerne, bleibt auf jeden Fall, weil passt mir auch überhaupt nicht verwaschen oder die Form verloren oder irgendwas. Bleibt auf jeden Fall bei mir. Trauerfall, das Kleid wird in die Kiste wandern, wenn es mir irgendwann wieder passt. Was habe ich das geliebt? Das ist ein langärmliches Herbstkleid mit tollen Herbstfarben, tolle Länge, lieb ich sehr, sind so Eulen drauf, könnt ihr sehen. Ist leider zu eng, habe ich vor ein paar Tagen mal angehabt. Reden wir nicht drüber. Ne? Ist ein wunderschönes Kleid, liebe ich sehr, auch mit den Eulen hier drauf und so. Also es geht in die Kiste, wenn ich irgendwann mal wieder schlank bin, dann ziehe ich das mal wieder an. Aber momentan muss ich mir und meiner Umwelt das nicht antun. So, eine Handvoll habe ich hier mit vier so Basic-Oberteilen, so in Burgund, in Blau zweimal und hier so ein ganz tolles, ich weiß gar nicht, was für ein chinesisches Muster, würde ich sagen. Das sind so unten drunter Base-Pullis, so dünne, die man so unterm Hemd nochmal anziehen kann. Wenn das Hemd dann passt, die kann man dann nochmal unten drunter ziehen. Die finde ich richtig cool, die passen mir auch noch alle und die bleiben auf jeden Fall bei mir. Meine Röcke bleiben auf jeden Fall, also Jeansrock auf jeden Fall. Einmal so ein hier, das sind solche Sweatshirt-Teile. Oben mit Gummizug hier kannst du super mit Leggings, mit einem schönen Pulli anziehen. Auch in so einem tollen kariert hier, so in grün. Da sehen sie oben so Gummizug dran, so ganz tolle, einfache Röcke. Und die nochmal hier so ein bisschen mit so einem Harntrittmuster, die habe ich schon ewig lange. Lieb ich richtig sehr, das sind ganz normale, tolle Röcke. Die bleiben auf jeden Fall, die passen sich auch jeder Figur an. Meine besten Freunde wahrscheinlich jetzt, wenn es ein bisschen wärmer wird. Und die gute alte Leggings. So, ich habe hier noch einen Kleiderbügel, muss mal kurz umdrehen, mit zwei Hosen dran. Die hatte ich mir mal bei Temu gekauft. Die finde ich richtig cool, auch mit Gummizug, so richtig bequem, tolles, so weites Bein. Und diese auch hier, die habe ich mir, glaube ich, bei Taco oder bei Kick geholt, so ein bisschen Nadelstreifen und so. Die sind so ein bisschen weiter, die finde ich ganz cool. Also die werde ich mir auf jeden Fall hier bewahren. Die werden auch passen, da bin ich mir ziemlich sicher, weil die schon fast ein bisschen zu weit letztes Mal für mich waren. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass mir die noch passen. Die werde ich nicht ausprobieren, sondern die wandern so im Bügel wieder rein in den Schrank. Genauso wie diese Ankerjacke hier aus Sweatshirt-Stoff mit einer Kapuze. Die ist auch so ein Evergreen. Die habe ich, glaube ich, schon seit 3-4 Jahren. Weiß ich nicht, wie lange. Und diese Weste, die kann ich eigentlich mal bei meinem Pulli mal drüber hängen. Die habe ich mir mal bei Cider bestellt. Das ist auch eine ganz coole Farbe und so eine halt so eine tolle Weste, die man so überall so mit kombinieren kann. So mit Jeans oder mit weißem Hemd und so mag ich richtig gerne. Obwohl ich habe kein Hemd und weiß, was mir passt. Was ich weiß, was auch passt und die ich auch echt nicht hergeben würde, sind auch so Flohmarktfunde. Das sind so tolle Jacken, die du zu Jeans, zu Lederhose, zu alles anziehen kannst. Einmal so in Bordeauxrot. Die liebe ich sehr. Die habt ihr auch schon ganz, ganz oft hier bei YouTube gesehen, wenn ich die mal irgendwie zu irgendeinem Look oder so anhatte. Und auch nochmal so in einem Schwarz mit so ein bisschen so, könnt ihr das so sehen, so ein bisschen Gold und so ein bisschen edlere Variante, finde ich auch geil, zu so einer zerrissenen Jeans so ein Teil hier anzuziehen. Mag ich total gerne, total Stilbruch, finde ich richtig cool. Also die werde ich nicht weggeben, weil die passen.
So, dann habe ich hier noch zwei Latzhosen. Fällt mir die einmal meine Froschgrüne, die kennt ihr ja auch, also die behalte ich auf jeden Fall. Der passt mir auch. Das ist so ein Anzug, so wie so ein Jumpsuit und so. Den finde ich so cool, auch im Sommer. Der hat so ein richtig weites Bein, da habe ich mir unten immer so einen Gummizug reingenäht. Lieb ich sehr. Und auch meine Latzhose, die habe ich auch jetzt unheimlich viel an, glaube ich, auf Fahrrad fahren so, ne? Latzhose liebe ich. Und passt auch immer, passt sich deiner Figur an, kannst hier überall verstellen. Ganz dankbares Teil. Mag nicht jeder tragen und nicht jeder leiden. Ich mag das aber, bleibt auf jeden Fall bei mir. So, jetzt kommst du zu den Hosen. Also da wird einiges rausfliegen. Was auf jeden Fall bei mir bleibt, ist diese karierte Hose hier. Das ist so eine ganz leichte, gestreifte Sommerhose mit Gummizug hier oben. Lieb ich. Dann diese würde ich auch niemals weggeben, auch im Flohmarktfund. So, ne, bisschen Punky-Style, ein bisschen kariert, so ein enges Bein, eine tolle Stiefelhose oder auch so. Lieb ich, passt Sommer, Frühling, Herbst und Winter, kann es immer anziehen, genau wie diese hier, die so ein bisschen lederimitatmäßig aussehen. Die habe ich mir tatsächlich fast mal ein bisschen zu groß geholt, also die passt auf jeden Fall. Dann diese hier, also wenn ich noch weiter zunehme, wird es eng. Selbst mit dieser Leggings, die habe ich mir, glaube ich, bei Lidl geholt. Die ist so in Wildlederoptik. Könnt ihr das so sehen? Der hat so eine ganz tolle Farbe. Mag ich richtig gerne. Bleibt auf jeden Fall bei mir. Dann habe ich hier die Halara-Hose. Ich finde sie so gut im Moment, weil sie halt, ne, sich ein bisschen anpassen. Kann ich aber nur mit Leggings unten drunter anziehen, weil ich das Innenfutter nicht mag. Also hatte ich mir selber geholt von Halara, ne? Aber die bleibt auf jeden Fall hier, weil sie halt im Moment einfach passt. Und die von Nur Dir, die Lederimitat-Leggings, gibt es ja bei Rossmann DM oder was weiß ich, wo es diese Nur Die Socken gibt. Ich mag die von innen auch so super gerne. Die kann man jetzt ja so noch super gut anziehen. Mag ich gerne und die passen halt im Moment einfach gut. So, direkt an Jeanshosen wird nicht viel hier bleiben. Einmal so eine, sage ich mal, hier oben auch mit Gummizug drin, so ein bisschen in graue Jeans wird bleiben. Dann im Bordeaux-Rot, also alles, was irgendwie annähernd mit Stretch oder mit Gummizug ist, was mir auch nicht den Bauch einschnürt und ich auch nicht Sodbrand kriege. Da habe ich hier noch, das ist eigentlich eher so meine Arbeitshose, so eine richtig weite Jeanshose. Und diese hier, die ist zwar ein bisschen enger, aber die ist mit Stretch, das ist Größe 40 hier. Die hat super Stretch hier, die finde ich richtig klasse, weil die richtig schön eng anliegt. Und das ist an Jeanshosen alles, was ich behalte. Und ich zeige euch jetzt nochmal schnell, was rausfliegt. Nee, ich habe noch eine vergessen, die drinne bleibt. Die habe ich gerade im Stapel gefunden. Gummizug und hier an der Michael Jackson Streifen, ne? Michael Jackson Streifen. Mag ich, die bleibt auf jeden Fall. Die hatte ich ganz vergessen, die Hose. Die ist wie so eine Jogpants, nur ein bisschen veredelt mit Streifchen hier, ne? So, was hier rausfliegt, sind diese Hosen hier. Die finde ich eigentlich super schön. Die gab es mal bei Aldi, Lidl oder weiß ich nicht. Unten Gummizug, oben Gummizug fliegt raus. Weil sie haben bei mir im Moment nicht die Passform, die sie haben sollen. Sondern das sitzt eher eng. Und das soll nicht, so eine Hose soll weit sitzen. Das tut sie bei mir aber nicht. Da habe ich hier noch eine weiße Hose, obwohl ich glaube, dass die eigentlich passen könnte. Ich glaube, die probiere ich nochmal an. Die probiere ich nochmal an, weil my Büchs, ne? Da brauche ich eine weiße Hose. Die fliegt definitiv in die Kiste. Ich liebe diese Hose. Die ist von Temu, so eine richtig tolle, ne? Shedder Jeans so. Aber keine Chance, passe ich nicht mehr rein. Da habe ich hier eine nagelneue Hose. Die habe ich mal auf dem Flohmarkt gekauft. Die fand ich so schön. Aber da passe ich leider nicht rein. Auch irgendwann, wenn es mal soweit ist, dann kommt ihr Auftritt. Und die, die wir gerade eben hatten, wo ich sagte, sie haben die Passform eigentlich nicht mehr. Da können wir auch mal wunderbar gucken. Das ist Größe 38 hier. Das sind Jogpants. Ich meine, das war von Lidl. Die ist nagelneu. Die hatte ich mir nämlich nochmal geholt. Aber sie haben halt nicht die Passform, wie sie haben soll bei mir. Sie soll weit sitzen. Und das tut sie nicht. Sie sitzt eng und das gefällt mir nicht. Und deshalb kommt sie in die Kiste für irgendwann einmal, liebe Mutti. Hier auch noch eine Rausflieghose. Habe ich auch sehr geliebt. Kommt in die Kiste, ziehe ich irgendwann mal an. Passt mir leider nicht mehr. Habe ich sehr geliebt letzten Sommer. Die hier ist auch leider zu klein. Schwarze Stretchhose. Diese auch. Keine Chance, Mutti. Liebe ich sehr. In Grau. Richtig schönes Ding. Na, die passt einfach nicht mehr. Aber dann muss man auch ehrlich aussortieren. Und ich sehe jetzt schon, was ich hier für einen Platz habe in meinem Schrank.
Könnte ich mir gut was Neues kaufen, aber will ich ja nicht. Erst wenn ich abgenommen habe, dann kaufe ich mir was Neues. Vielleicht mal ein T-Shirt oder so. Das habe ich mir freigehalten. Oder eine Leggings, aber jetzt so direkt Jeans vor, Jeans, eine teure Jeans oder irgendwas oder so. Das ist dann halt erst dann, wenn ich abgenommen habe, so als Belohnung. So ist der Plan. Das wäre denn jetzt der Schrank nach dem Aufräumen. Hier sind noch so diverse T-Shirts. Da bin ich jetzt nicht alles mit durchgegangen. Hier sind so Pen-T-Shirts, die passen halt immer. Und das sind so normale T-Shirts. Da habe ich auch nicht so viele jetzt. Also da werde ich mir im Sommer auch auf jeden Fall nochmal welche holen. Das sind jetzt eigentlich so die Hosen hier, die ich so für die Woche so, was so passt. Also an Jeanshosen. Hier ganz unten habe ich so ein bisschen die Gemütlichhosen so, dass ich da ein bisschen besser durchsortieren kann. Das sind meine Strickpullis, die ich gerne anziehe. Das sind die Basics, also mit langen Ärmeln, so Basic-Teile, ne? Kapuzenpullis, Hoodies, wie man sieht, ziehe ich gerne an. Hier unten auch Gemütlichhosen, Jogginghosen. Meine Peggy Bundy-Hose, ne? Hose, jeder, der mir bei Instagram folgt, der kennt die. Hier ist auch richtig Luft reingekommen. Hier sind sogar echt ziemlich viele Bügel, die noch leer sind. Da ist jetzt wirklich nur so das drin geblieben, wo ich sage, okay, selbst mein Koffer passt hier unten rein. Also zwei Koffer in Koffer in Koffer. Und meine Goodie-Boxen passen da unten auch noch rein. Weil ich habe ja hier oben drüber, habe ich noch meine Boxen. Da sind die von meinem Mann, die Boxen. Hier sind meine. Da sind so, was weiß ich, so Jacken noch, all sowas drin und Kleider und all sowas. Und die Klamotten, die nicht passen, die habe ich erstmal hier in diese Kiste mit reingetan, wie Jeansjacke und solche Dinge. Erstmal aus den Augen, aus dem Sinn, aber nicht zu weit weg, damit ich sie vielleicht irgendwann mal wieder anziehen kann. Ich finde, das hat sich hier richtig gelohnt. Wir haben die Schranktür übrigens schon dreimal geölt und irgendwie quietscht das Ding immer wieder. Ich finde, das hat sich doch wirklich gelohnt. Ne? Das ist gut aufgeräumt, alles gut, alles klar, übersichtlich. Ausgesaugt, ausgewischt und ausgesaugt, wollte ich schon sagen. Mit dem Ultranick, mit dem supergeilen Teil hier. Oder werde ich jetzt noch ein bisschen sauer machen? Ich finde das richtig faszinierend. Warte, ich mach mal kurz das große Licht aus. Guck mal hier, so das leuchtet, ne? Sehr cooles Teil. Aber es soll nicht nur cool aussehen, das soll ja auch Einsatz zeigen. Und der ist richtig gut. Der macht seinen Job. Ja, 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 ja. La, 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 la. Also ich finde, das hat sich jetzt richtig gelohnt, mal den Schrank wieder auszumisten, auch so fürs Gefühl einfach. Einfach zu sich auseinanderzusetzen mit seinem Gewicht und zu gucken, dass ich damit einfach klarkomme und sich das nicht wegzudrängen und sich da einfach mit zu beschäftigen. Dann ist es eben so, dann habe ich im Moment einfach ein paar weniger Klamotten, aber das wird immer noch lang, dass ich jeden Tag was anderes anziehen kann, so ist es ja nicht. Aber so viele Sachen, wenn man sich die Klamotten morgens rausgesucht hat und denkt, oh, eigentlich hätte ich jetzt gerne die Jeansjacke angezogen oder die beige Hose oder dies oder das, aber da passt du leider nicht rein. Das einfach so ein bisschen aussortieren und sagen, ich schmeiße es nicht weg, sondern dann, wenn ich wieder reinpasse, dann hole ich das wieder hervor und freue mich darüber einfach. Und ich hoffe, dass wir das zusammen erleben, dass ich diese Kiste hier, wo ich die Sachen alle reingepackt habe, dass wir diese irgendwann mal wieder leeren. Ja, schaut auf jeden Fall mal vorbei bei Margarita Make-up und mehr auf jeden Fall, weil wir kommunizieren ja, wir besuchen uns auch immer regelmäßig so gegenseitig, wie es bei uns immer irgendwie so passt, weil wir uns einfach gerne haben, weil wir uns gerne mögen und weil wir uns gegenseitig auch so da in der Hinsicht so ein bisschen unterstützen. Sie hat den Flow komplett gefunden mit Weight Watcher, mit einer App. Da ist sie richtig dabei, richtig motiviert, sagt sie auch. Und es freut mich auch so für sie. Also schaut auf jeden Fall bei ihr mal vorbei. Ich verlinke sie auch nochmal unten in der Infobox für alle, die Margarita Make-up und mehr noch gar nicht kennen. Ich verlinke auch den Staubsauger unten. Ich verlinke alles, was irgendwie hier so in diesem Video, wo ich meine, das muss ich jetzt verlinken, dass ihr da nochmal nachschauen könnt, verlinke ich unten in der Infobox. Ich würde auch sagen, das war's hier an der Stelle für heute. Hat mir riesengroßen Spaß gebracht. Hat mir riesengroßen Spaß gemacht, mal wieder so einen schönen Vlog zu machen. Einfach ein bisschen was zu erzählen, so alltägliche Dinge. Zusammen lachen, zusammen freuen, zusammen entdecken und zusammen auch mal traurig sein über seine Figur, was ich im Moment einfach so ein bisschen bin. Also das heißt traurig, aber das frisst mich schon ein bisschen an, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das gefällt mir nicht so, aber ich bin ja dran, das zu ändern und ja, schauen wir ganz einfach mal.